Was ist Nakamatachi? Willkommen zum neuen Video. Wir sehen uns heute wieder mit geiler, traditionellen japanischen Kleidung. Das hat auch einen ganz besonderen Grund, und zwar ist Klein Manachan jetzt 100 Tage alt und da gibt es in Japan eine richtig, richtig, richtig geile Tradition. Und ja, genau, die wird genau hier ausgeführt in einem Restaurant und das ist ein sehr, sehr hochwertiges Restaurant hier. Und genau, was es genau damit auf sich hat, erkläre ich euch später. Meine Frau, meine Tochter, ich zeige es euch gerade mal, auch die schön traditionell japanisch. Nihon. Hallo. Hallo, mecha otsukushii desu yo. Mana-chan, kleine Prinzessin. Delisa, otsukushii sugiru da na. Und das ist das Restaurant, da gehen wir jetzt rein. Also das Restaurant ist richtig, ganz schön japanisch und ja, Lady, schön die Vorhänge aufheben. Hier ist die Tür und ja, ein kleines Waschbecken. Und hier direkt am Anfang schön die Schuhe ausziehen. Das ist oft bei japanischen Restaurants so. Und dann da ins Schließfach tun. Chip. Hopp. So, das ist das Restaurant von innen. Und da gibt es halt immer so Räume, wie ihr jetzt hier seht. Oder halt so Räume, wo man hier sieht. Mit Tischen drin. Und dann gibt es davon auch noch private Räume, wie jetzt hier an der Wand zum Beispiel. Und da sitzen dann immer, ja, ich sag mal so halbwegs privat von anderen getrennt. Sieht einfach nur richtig schön japanisch aus und ja, macht einfach diese ganze Stimmung einfach nur richtig, richtig schön. So, und das hier ist das Zimmer von drinnen. Richtig, richtig geil. So, jetzt zeige ich euch mal kurz die Speisekarte. Hier gibt es halt sehr, sehr viel von Kaisendon mit Fisch, Reis bis hin zu Soba, bis hin zu Sukiyaki, eigentlich alles. Und hier ganz, 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 ganz hochwertiges Fleisch. Das habe ich letztes Mal gegessen. Und ich sag's euch, wie das ist, ihr seid im 7000. Himmel, so lecker schmeckt das. Das ist echt mega, mega geil, der Laden. Ich weiß gar nicht, was ich essen soll, weil alles so mega, mega lecker aussieht. Oh, das Unagi, ey, Unagi-ka. Das Unagi sieht so aus, das ist ja geil. Ich glaube, Unagi werde ich nehmen. Da ist dieses Unagi wieder. Ich sag's euch, Unagi, mein absoluter Lieblingsfisch. Bisschen teuer, aber es schmeckt einfach nur richtig, richtig gut. Und da ist auch nochmal dieser Unagi, richtig, richtig geil. Sieht einfach alles nur so richtig lecker aus. Von mir noch diese Salmon, Lachs. Und jetzt zeige ich euch noch die legendären Karage aus Japan. Die kommen gleich auf der nächsten Seite. Und zwar, genau, und das sind die legendären Karage aus Japan. Ich sage es euch, die esse ich jedes Mal. Die sind einfach asozial lecker. Okay. Und zwar nennt sich das japanische Event Okui-Sume. Das ist, wenn das Kind 100 Tage alt ist. Dann kriegst du genau so ein Essen serviert. Ja, und vor allem halt dieser Fisch ist da ganz, ganz wichtig. Und da wird halt so getan, dass das Kind das isst, was natürlich nicht gegessen wird vom Kind, so getan, wie gesagt. Einfach damit es das Leben lang, ich sag mal, gutes Essen und kein Problem mit Essen hat. Finde ich eine mega geile Tradition und ich sag mal so, wenn man in Japan lebt und das ganze geile japanische Essen essen kann, da wird man auch nie Probleme mit dem Essen haben. Immer glückliches Essen, geiles Essen und bestes Essen. Genau, dann haben wir noch geile andere Sachen bestellt, die sind jetzt gerade auch in Zubereitung und die kommen später an. Und ich sag's euch, als ich Bilder gesehen habe, ich bin durchgedreht, ich freue mich schon richtig auf mein Menü. So. Dondagroski. Kanpai. Mana-chan, omedetou. Kawaii. Da wird jetzt getan, als ob das Essen, als ob das Kind das Essen isst, aber natürlich wird es nicht vom Kind gegessen, weil es natürlich gefährlich ist. Und nur so getan, wie gesagt, das ist dann wieder diese Tradition Okui-Sume. Thank you.
Ja, das Essen ist sehr willkommen und sieht einfach nur. Das ist Unagi. Und das ist, wie gesagt, mein Lieblingsfisch einfach nur. Ich liebe ihn einfach über alles. Und guckt euch mal das Fleisch noch dazu an. Wagyu. Einfach Wagyu Beef. Und ich sag's euch, es schmeckt komplett anders als normales Fleisch. Richtig, richtig. Auch das Sushi hier, mega geile Qualität. Ich zoome mal schön ran, ich hoffe, man sieht es jetzt richtig gut. Richtig, richtig geil. Also die Qualität sieht man schon, gerade bei Maguro, sieht man die Qualität komplett raus. Oishi. Hier jetzt mal mega leckere Udon. Ich liebe Udon, überall ist meine Lieblingsnudeln. Und ich schmecke sowas von asozial geil, das gibt's nicht nochmal. Den geilsten Udon, den ich hier gegessen habe. Jetzt noch kurz Unagi. Ich sag's euch, mein Lieblingsfisch. Ich sag's immer wieder. Und den teste ich jetzt mal mit Reis zusammen. Mmh. Ich muss echt sagen, das ist so asozial lecker. Unagi, der beste Fisch. Und für die Ewigkeit mal wieder Unagi. Den werde ich jetzt sowas von aufessen und genießen. Und ja. Jetzt haben wir gerade das Fleisch angebraten und schaut euch mal an, wie geil das aussieht und vor allem wie geil es klingt. Einfach nur. Alter, ich dreh durch, wenn ich, das, wenn ich den Klang vom gebratenen Fleisch höre. Richtig geil. Ja, komm, das Bier auch mega lecker und wir haben noch richtig geile Stimmung hier. Ich schwöre, ich liebe japanisches Essen, ich liebe japanische Kultur, ich liebe Japan einfach überhaupt. So, jetzt bin ich ein bisschen traurig, weil ich habe nicht mehr viel Essen. Es kommen die letzten zwei Bissen, dann ist es leer und es war so lecker, dass man, wenn man fertig gegessen hat, einfach traurig wird. Aber ich schwöre es euch, wenn ihr nach Japan kommt, probiert auf jeden Fall Unagi. Es ist der beste Fisch. Ich sag's 100 Mal, aber es ist der beste Fisch, den es so gibt. Wenn ich gleich anfange zu heulen, weil es leer ist, tut es mir leid. So, nach dem Essen gibt es natürlich noch lecker Dessert. Und ich sag's euch, auch das sieht geistesgestört lecker aus. Ich zeig euch kurz mal, was die anderen bestellt haben. Und zwar hier einen geilen Kuchen mit Sahne und Früchten. Sieht sehr geil aus. Und eigentlich ja, haben das alle bestellt, außer ich. Hier, Nummer 3. Und ich habe das hier bestellt. Die Dinger hier nennt sich Shiratama. Und ich schwöre, das ist eines der geilsten Sachen, die ich hier gestern angucke. Eis und Früchte. Und Shiratama, ich sag's euch, die zerstören wie Drecksau, ist echt asozial lecker. Kann ich jedem nur empfehlen. Shiratama, die kleinen Mozzis, die sind richtig heftig geil. Und ich freue mich wie Sau auf mein Dessert. Mio. Und dann auch leckere Soße dazu. So, schon ein bisschen dunkel geworden, ihr seht es ja selber. Das wär's jetzt mit dem Video. Und ich fand, es war ein mega geiler Abend. Das ist eine mega geile Tradition mit den Kindern. Und ja, genau. Jetzt seid ihr dran. Jetzt würde ich gerne eure Meinung dazu wissen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Tradition in die Kommentare. Und vor allem auch, wie lecker, wie geistesgestört, asozial lecker das Essen aussah. Okay, das wär's dann. Danke fürs Zuschauen. Bitte den Channel abonnieren und oder Tatschen der Kamerinade. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.